Mein Name ist Gerhard Mamgott, ich bin Universitätsprofessor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Ich arbeite hier am Institut für Politikwissenschaft schon seit dem März 2000 und bin seit dem 1. Oktober 2015 Universitätsprofessor. Ich arbeite zusammen mit zwei Kollegen im Forschungsbereich internationale Beziehungen, wo wir uns mit Außenpolitik und internationaler Politik befassen. In meiner Forschung konzentriere ich mich auf die innere Entwicklung Russlands, aber auch auf seine auswärtige Politik, seine Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich arbeite darüber hinaus zu Fragen der strategischen Rüstungskontrolle, also der Abrüstung im nuklearen, im biologischen und chemischen Sektor. Und mein dritter Forschungsschwerpunkt ist die Energiesicherheit der Europäischen Union, wobei ich mich dabei vor allem auf den fossilen Brennstoffsektor konzentriere, auf die Ölversorgung der Europäischen Union, auf die Gasversorgung und Fragen nachgehe, ob angesichts der gegenwärtigen Lieferbeziehungen, die die Europäische Union unterhält, eine Gefährdung für ihre Energiesicherheit besteht. In meiner wissenschaftlichen Forschung nehme ich einen sehr distanten Standpunkt ein. Meine Aufgabe sehe ich darin, Entwicklungen zu beobachten, zu analysieren und Prognosen zu erstellen. Ich selber habe aber nicht den Anspruch, politische Wirklichkeit zu verändern. Das versuche ich auch meinen Studierenden beizubringen, dass es zunächst einmal darum geht, möglichst wertneutral sich mit politischen Phänomenen auseinanderzusetzen, diese zu analysieren und Entwicklungen aus der Analyse abzuleiten. In meiner Lehre unterrichte ich regelmäßig über die innere Entwicklung Russlands seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, in einer Vorlesung, in einem Seminar über Außenpolitik Russlands in diesem postsowjetischen Zeitraum, und ich unterrichte auch im Bereich der vergleichenden Regierungslehre die politischen Systeme Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens. Ich arbeite sehr gern mit der Öffentlichkeit zusammen, auch sehr gerne mit Medien. Ich kann alle Fragen zur russischen Außen- und Sicherheitspolitik beantworten. Ich habe mich zum Beispiel zuletzt intensiv befasst mit der Ukraine-Krise, mit der Syrien-Krise. Und ein Forschungsschwerpunkt sind die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Ich rede auch gerne über strategische Rüstungskontrolle und Energiesicherheit der Europäischen Union im Gas- und im Ölsektor.